Es ist wieder höchste Zeit für ein neues Rezept von 1000 gute Gründe in Zusammenarbeit mit Römertopf. Und heute bereite ich Tagliatelle mit Petersiliensoße und Brokkoli zu. Dafür benötigt ihr Tagliatelle, Brokkoli, Petersilie, Schlagsahne, Gemüsebrühe, Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer und eine Kugel Mozzarella. Und damit das alles hier ein bisschen schneller vonstatten geht, habe ich auch schon Wasser erhitzt. Einmal für die Tagliatelle und später für den Brokkoli. Und die Tagliatelle gebe ich jetzt mal direkt in das kochende Wasser. Die kochen jetzt ungefähr 6 Minuten, aber ich nehme sie 2 Minuten vorher raus, damit sie noch ein bisschen al dente sind, also ein bisschen Biss haben. Noch ein bisschen Salz. Das ist Pfeffer. So, etwas Salz. Und den Deckel drauf. Da geht es auch schon weiter mit dem Brokkoli. Ich muss zugeben, das ist jetzt nicht mein Lieblingsgemüse, aber es steckt ja schon voller Vitamine und deshalb kann man das auch mal essen. Die Brokkoli-Röschen sollten ungefähr eine Größe haben, damit sie dann auch die gleiche Garzeit haben. Was für den Brokkoli ist auch heiß. Auch was Salz zu. Ich habe zwar für die Nudeln jetzt keine Uhr gestellt, aber sie brauchen so roundabout 4 Minuten, bis sie al dente sind. Und dann sind die eigentlich auch perfekt. Den Brokkoli lasse ich circa so 4 Minuten im kochenden Salzwasser. In der Zeit kümmere ich mich um die Sahnesoße. Und zwar kommt da natürlich rein Sahne, 200 Milliliter. Und die gleiche Menge benötige ich auch an Brühe. Ich nehme oft die gekörnte Brühe. Weil ich das jetzt nicht separat mischen will, gieße ich einfach das Pöttchen noch mal auf, gebe das hinzu und rühre einfach so einen guten Esslöffel, ein bisschen mehr als einen Esslöffel Brühe hinzu. Die Nudeln müssten jetzt auch schon gut sein. Für die Zeit, wo ich die Tagliatelle noch nicht weiterverarbeite, gebe ich sie einfach wieder zurück in den Topf. Ich gebe da gerne immer etwas Öl rein. Deckel drauf und jetzt ist natürlich auch der Brokkoli schon soweit. Im besten Fall gießt man den Brokkoli ab und gibt ihn dann in eiskaltes Wasser rein. Ich habe jetzt noch keine Eiswürfel da, deshalb gebe ich einfach kaltes Wasser oben drüber, das reicht auch. Die Sahne-Brühe-Mischung, die köchelt jetzt vor sich hin. Ich lasse sie ein bisschen einreduzieren und hacke in der Zeit die Petersilie. Ich habe gehört, dass Petersilie sehr gut für die Sehkraft ist. Und wie man sehen kann, habe ich eine Brille. Ich habe es also früher nicht so viel gegessen. So. Das gibt dann auch die schöne Farbe. Nun kommt der Stabmixer zum Einsatz. Was mir an dieser Stelle einfällt, wenn man zu Hause noch ein Glas Pesto im Kühlschrank hat und das muss man langsam weg, dann kann man das perfekt da reingeben. Das schmeckt nämlich super dazu. So, die Soße ist fertig, die Nudeln sind fertig, der Brokkoli ist auch bereit. Jetzt fehlt mir nur noch der Mozzarella und dann wandert das Ganze in den Backofen. Die Auflaufform vom Römertopf brauche ich. Man müsste jetzt eigentlich kein Olivenöl reingeben, aber irgendwie gibt das so ein gutes Gefühl. Und jetzt versuche ich, aus den Tagliatelle so kleine Nester zu machen. Ihr könnt das natürlich auch einfach da reinschütten. Sieht nur halt cooler aus. So, aus dem letzten wurde jetzt kein Turm mehr, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Dann sieht das Ganze schon mal so aus. Die Soße drüber. Dann der Brokkoli. Und durch das kalte Wasser bleibt halt die Farbe richtig schön erhalten. Ja, das sieht aber richtig toll aus. So, jetzt fehlt nur noch der Mozzarella. Hier schmeckt natürlich auch Büffelmozzarella besonders gut, aber der normale Mozzarella aus Kuhmilch reicht natürlich auch. So. Der Auflauf ist nun fertig, um in den Backofen zu wandern.
Ganz wichtig auch, dass der kalt ist, nicht in den heißen Backofen. Und bei 180 Grad Umluft gerade der Auflauf nun ca. 25 Minuten. Sieht super aus. Und jetzt kann auch schon angerichtet werden. Das Brokkoli noch dazu. Etwas Pfeffer. Und weil das Gericht schon so farbenfroh ist, muss auch nichts weiter drauf und kann direkt gegessen werden. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze schmeckt und wie das Ganze duftet, dann müsst ihr es mal nachmachen. Also viel Spaß beim Nachkochen. Die Brühung. Oh mein Gott! Hm? Oh, du Hammer.